Na? Ja, bin ich mal gespannt, was du hast. Also für die PlayStation 1 habe ich nur ein Spiel gehabt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das interessant für dich ist. So. Aber ist nicht das Richtige drin. Schade. Oder ist das der echt? Wahrscheinlich drin. Da, genau. Da ist das drin. Ja, also hast du zwei Spiele. Das ist genau, zwei. Das ist Actus Zocker. Genau, das habe ich ja, das war ja drin, wo ich den gekauft habe damals. Das ist ganz oft so, ne? Dass die Leute ja vergessen, die da rauszunehmen. Genau, ne? Genau. Das habe ich auch. Das ist das Erste, wenn ich mir eine Konsole kaufe, das ist das Erste, was ich mache, erstmal aufmachen oder Laufwerk aufmachen. Genau. Und wie oft ich da schon hatte, dass dann irgendwie ein Spiel drin liegt, ne? Das ist ganz, ganz oft. Das Einzige ist, hier musste ich ein bisschen basteln. Aber der funktioniert, können wir ja gleich gucken, wenn du. Ja, das glaube ich wohl. Aber so schwer ist das eigentlich. So, das ist, ach, das ist der alte Adapter. Ach, das ist ein amerikanisches Ding. Genau, genau, genau. Ja, gut, die Dinger gibt es ja auch überall zu kaufen. Das, genau. Das ist das minimalste Ding. Also das ist. So, hier zwei Controller, der sieht ein bisschen so. Ein bisschen gelblich aus. Genau, wie es halt so ist. Aber beide funktionieren auch. Ja. Also da hast du die PlayStation 4 ein Spiel, glaube ich, schon drei dabei. Also, ja, genau, hier. Das ist für drei. Das kannst du nicht spielen, weil die ist nicht abwärtskompatibel. Genau, genau, genau. Ja. So, was kann ich. Was soll die Konsole denn kosten, die PS4? Die PS4. Ja. Oder fangen wir erstmal mit dem hier an. Das hier würde ich ganz gerne 40 Euro dafür abkassen. 40 Euro? Für alles oder was? Für alles. Also PlayStation 1, was alles dazu gehört. Ja. Und PlayStation 4? Nummer 40 passt weg. Also 80 insgesamt für alles. 80 insgesamt für alles? Mhm. Machen wir 70? Dann nehme ich sie mit. Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Spät von Retro Games World oder einfach nur noch Retro genannt. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich war wieder auf dem Flohmarkt. Die erste Szene habt ihr gerade schon gesehen. Und so kann es auch immer weitergehen. Der erste Deal war schon richtig geil. Ich zeige euch mal eben kurz die Sachen, was ich da gekauft habe. Wir fangen mal mit den Konsolen an. Ich habe erstmal die niedlichste Konsole überhaupt. Und ich mag diese Konsole wirklich. Und das ist die PS1. Eine PS1, ne, in einem sehr, sehr guten Zustand. Mit einem nicht originalen Memory Card noch dabei. Und da war noch ein Spiel mit drin. H-Word Zocker war da noch mit bei. Das war da mit drin. Dann haben wir hier noch einen Originalcontroller. Ja, er sieht jetzt ein bisschen gelblich aus. Aber Leute, ist nicht das Problem. Ich baue ihn auseinander. Er wird nochmal geblichen. Und dann sieht er auch wieder aus wie neu. Also demnach keine Arbeit für mich. Und was soll ich sagen? Da gab es noch ein Netzteil. Und dieses Netzteil ist eine UK, also englische Netzteil. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist es dann die UK-Konsole. Ist aber trotzdem PAL. Aber wenn man sieht, man kann dieses Ding abmachen und man hat hier den Stecker. Das Ding kann man quasi neu kaufen. Das kostet auch nicht so viel. Und demnach ist alles voll im Rahmen noch. Und jetzt haben wir noch einen DualShock 2 Controller, der noch dabei war. Der war auch noch mit dabei. Der ist aber im super Zustand, klebt auch nicht. Aber das ist wirklich ein schönes Ding. Und da gab es noch eine zweite Konsole dazu. Die zweite Konsole ist eine PS4, ich zeige euch mal die Controller. Ich habe sie noch nicht getestet. Die Controller habe ich jetzt gerade erst geladen. Ich kann mal zeigen, laden, funktionieren tun sie. Sie blinken auf jeden Fall. Sind auch die guten Controller. Da ist noch ein zweiter Controller. Wird abstauben, muss ich sie noch. Ich habe sie jetzt gerade mal nur im Ladegerät gepackt. Und hier, der funktioniert auch und ist auch einer von den guten. Na, man sieht es hier an den Streifen quasi. Wenn es da oben blinkt, dann ist das einer von den besseren. Dann haben wir hier einen. Die PlayStation 4 selber ist eine normale PlayStation 4. Ja, sie ist im guten Zustand. Und kommen wir jetzt zu den Spielen. Wir fangen auch gleich mit dem besten Spiel überhaupt an. Wir haben hier ein FIFA 2018. Ja, herrliches Spiel, was soll man da sagen? Ne? Besser geht es nicht. Die Spieler sind alle kratzerfrei. Und dann haben wir hier noch ein Gran Turismo. Und dieses Gran Turismo hat mich wirklich gefreut, dass ich das bekommen habe, weil dieses Gran Turismo hat nämlich die VR-Funktion, wie ihr da sehen könnt. Und das hat mir noch gefehlt, demnach freue ich mich wirklich darüber und das geht auch so in meine Sammlung rein. Dann haben wir hier das Project Cars für die PS4. Ich mache jetzt nicht jedes Spiel auf, die Spiele sind alle drin. Da haben wir hier Formel 1 2015. Dann haben wir noch ein Far Cry 4.
Also es sind jetzt hier die Top-Titel, die dabei waren. Dann haben wir auch noch ein Worms. Und noch ein FIFA 2000. Darf ja nicht fehlen. Und jetzt kommen wir zum Highlight von den Spielen. Und darüber freue ich mich auch sehr, weil das hat mir auch noch gefehlt. Und wir haben wirklich ein, Leute, ein Harvest Moon für die PlayStation 1. Also schöner geht's nicht. Und es ist auch noch komplett. Die Anleitung hat so ein bisschen was, aber voll vertragbar. Weil der Preis war natürlich richtig gut. Aber man hat auch gemerkt, er wollte die Sachen auch nur loswerden. Es hat keinen Kratzer. Es ist in einem Top-Zustand, das Spiel. Und bezahlt habe ich für diese ganzen Sachen 70 Euro. Der Preis ist mehr als gut, Leute. Und ich glaube, sag mal, so kann es weitergehen. Und ab zur nächsten Szene. Guten Morgen. Ich frage auch hier mal direkt nach. Suchst du was wie Nintendo-Spiele, PlayStation oder Sega oder Game Boy oder was auch immer? Nochmal, ich glaube, das wurde jetzt eben. Wir haben jetzt nur das hier von. Ach, Splatoon 2. Splatoon, genau. Splatoon, mehr nicht dabei. Das andere ist auch alles in Gebrauch, ne? Das andere ist auch in Gebrauch, ne? Nee, wurde jetzt eben gekauft, verkauft vor. Achso. Okay. Und was soll das eine Spielchen kosten? 5 Euro. Ja. Für 5 Euro nehme ich das mit. Ja, kommen wir jetzt mal zu einem etwas kleineren Deal. Und ja, was soll ich sagen? Ich kam da an, ich habe es auch erst gar nicht gesehen. Da habe ich eine nette Dame, also die Frau gefragt, ob sie irgendwas hätte. Und dann lag da zwischen den Büchern irgendwo noch ein Switch-Spiel. Und dieses Switch-Spiel habe ich mir auch gekauft. Das haben wir einmal das Spiel Splatoon 2. Ja, es ist auch in einem guten Zustand, das Spiel. Es ist auch gut drin. Und bezahlt habe ich für dieses Switch-Spiel 5 Euro. Und da kann ich gar nicht so meckern. Also 5 Euro für ein Switch-Spiel, Leute, das musst du immer mitnehmen. Und ja, Leute, ab zur nächsten Szene. Guten Morgen. Moin. Frag mal direkt nach. Nintendo-Spiele, PlayStation, Sega? Nee, alles noch zu Hause im Keller. Alles noch zu Hause im Keller, da liegt es natürlich gut. Welche, ne? Und was für die neuen Apparate oder die alten? Alte auch, alles. PlayStation. Oder ich bin gleich wieder da. Ja, alles klar. Du hast doch was? Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, alles gut. Ich hab. Wahnsinn, was ihr alles habt. Ich habe ein paar Sachen gefunden. Eine Klimaanlage. Ja, das habe ich doch gesucht. Ich weiß nicht genau, was alles drin ist. Ja. Aber die Tüte ist doch schon schrottig. Ja, ich habe ja eine Tragetasche dabei. Eine große PlayStation 2. Wir haben PlayStation 1 und SingStar bei meinen Eltern noch. Das haben wir immer auf dem Sofa gespielt, früher mit den Mädels. Ach, die Dinger, die habe ich, ja, auch vergessen. PlayStation 2. Auf 1 gab es das nicht. Mhm. Bisschen staubig. Müssen wir gleich mal drüber wischen. Ja. Dazu. Eine kannst du auf einzeln verkaufen, eine muss auf jeden Fall bei der Konsole dabei sein. Ja. Sonst kannst du nicht speichern, das ist schlecht. Das ist schlecht, ja. Aber das wäre vielleicht noch was für mich. Gib dir noch mal was davon. Was wollen wir dafür nehmen? Was gibt's hier? So. 10 Euro hast du mal bezahlt, ne? Irgendwann ja. Mal. Keine Ahnung. Mark. Euro. Ist ja noch nichts dran, mit einem Fünfer. Ja, mache ich auch. Fünfer ist okay. Ja, Leute, zwei Häuser weiter. Da habe ich einmal nachgefragt. Und was soll man sagen? Der kam dann, jetzt haben sie gesagt, so, nee, haben wir nicht. Und der Mann davon, der hat irgendwie komisch geguckt und hat irgendwann gesagt, du warte mal eben kurz. Ich glaube, ich könnte noch was haben. Ich hole mal eben was. Und dann ist er ins Haus gelaufen und kam auch wieder. Das ist mal so die Spannung, was kommt da jetzt, was kommt auf mich zu? Man hofft immer auf richtig geile Sachen und da war auch ein bisschen was dabei. Wie gesagt, wir haben eine PlayStation 2 raus, die Spiele waren jetzt nicht so meins, aber ein Spiel habe ich trotzdem noch gekauft und das ist hier einmal das Command & Conquer Alarmstufe Rot Gegenschlag. Das Spiel ist auch gar nicht so günstig, ich glaube, das ist so eines der teuren Command & Conquer Spiele. Es ist auch komplett, also sind beide CDs vorhanden und die Anleitung ist auch in einem Top-Zustand, ups, falsch rum. Ne?
An für sich ist es in einem sehr guten Zustand. Bezahlt habe ich für dieses Spiel 5 Euro. Ja, was soll man sagen, da brauchte ich auch nicht mehr handeln. Und ich würde mal sagen, Leute, ab zur nächsten Szene. Guten Morgen. Hier fahre ich auch mal direkt nach. Moin. Moin. Der frühe Vogel, ne? Wie war das? Gell? Der frühe Vogel. Der fängt den Wurm. Ja, du bist der Zweite, der fragt. Was frage ich denn? Ja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwas. Oder? Ja. Schieß los. Nintendo oder PlayStation? Nee, auch nicht. Auch nicht. Der andere hat wahrscheinlich nach Schmuck oder sowas gefragt, richtig? Genau. War eine Frau vorhin. Ja, mit dem dicken Auto, ne? Ja, hallo. Kennzeichen, genau. Ne? Ja. Also ist auch gut, ne? Kommst du mit dem Ding Auto an, hast du irgendwie Gold oder so da? Ja, dann weißt du aus, wer es finanziert, ne? Ja, gut. Ja. Na, das ist. Also das ist. CDs hätte man noch zum Anbieten. Nee, ich bin seit 20 Jahren Sammler von Videospielen. Okay. Hallo. Oder deswegen, doch, halt mal an, mach mal nix. Ne? Mach mal nix. Nee, alles gut. Mach mal, warte mal. Hier hat da noch ein paar Videospiele irgendwo, kann das sein? Ja, PlayStation, siehst du? Doch noch was. Moin. Oh ja. Oh ja, dann warten wir mal eben. Ja. Guck mal, dann gucke ich mir in der Zwischenzeit mal deinen Roller an. Ja, dann habe ich mir extra dafür gekauft. Guck mal, ist noch frisch, 49 Kilometer. Okay. Das riecht richtig gut mit dem Essig. Das mochten so alle Spiele, das SingStar, das ist so, kennst du das? Ja, so weit weg noch. Ja? Da sind noch zwei einzelne Spiele, auch noch SingStar. Achso, das gehört aber da rein. Das gehört da eigentlich drin. Achso, das ist Pop-Hits. Ah. Da ist noch ein Spiel drunter. Rock Pop, mein Gott, was ist denn hier los? Soll ich noch irgendwas für euch machen hier? Soll ich irgendwas für dich machen, für euch? Warte mal, warte mal. Ach, da rein. Ja, jetzt ist die Frage, was? Kannst du was gebrauchen? Ich würde das mitnehmen, ja. Wenn der Preis passt, würde ich es sogar mitnehmen. Wir fahren doch mal. Und die groß. Hi. Hallo. So. Wem gehört denn das Schöne hier? Das ist mein ehemaliges Spielzeug. man sieht es. Ja. Mega gut. Ne? Ja. Ja. Verkäufer muss einen Preis sagen. Sag du mir einen Preis. Ich sag dir den Preis. Ja. Was ist denn das hier alles jetzt? Oh, ach, diese Spiele, ja. Nicht ganz besonders, ach, so, sowas da. Ist alles. Warte, da muss ich, aber da ist das auch drin, ne? Ja. Okay, gut. Das habe ich schon nachgeguckt. Sehr gut. Ich habe für dich auch schon sortiert, weil das ach, andere, die andere CD war woanders. Ja, sehr gut. Gut, ne? Ich habe es letztens mal angemacht. Das ging an. Ja. Ich habe lange nicht mehr damit irgendwie was gemacht, aber eigentlich passiert damit ja auch nichts. Eigentlich nicht. Es ist ja gut, der Laser bleicht ab und zu mal aus. Ja. Fängt. Da muss man einen Ausweg füllen, dann ist das so. Ja. Ne? Und das war. Achso, aber die brauchst du ja auch, wenn du genau, das Ding genau, nimmst. Genau. Ja? Ja. Ja. Schwierig, ne? Ja, ist schwierig. Aber wenn du verkaufen willst, lernst du das jetzt mal hin. Nein, wir wollen es einfach nur loswerden, weil es bei uns noch rumliegt. Genau. Ich bin froh, wenn es jemand benutzt. Genau. Von daher bin ich da jetzt nicht dabei, irgendwelche Preise ja, deswegen sagen überlegen wir jetzt auch nichts. Und irgendwie. Ja. Was würdest du geben? 20. Ja, hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Siehst du. Das so. Freut ja, mich. Warum sagst du es denn da nicht? Ja, ich wurde unterbrochen von meiner im Verkauf. Ne? Dankeschön. Bitteschön, warum nicht einfach sagen? Ja, ne? Ich danke. Ja Leute, was soll ich sagen? Jetzt wieder durch nachfragen, dann kam da wieder was zustande. Erst ja, hieß es, nein, haben wir nicht. Dann plötzlich, ja, wir haben doch was. Und ja, was habe ich dort noch gekauft? Ich zeige euch jetzt mal erstmal die Sachen.
Einmal haben wir einen Beach King. Für die PlayStation 2 ist jetzt kein teures Spiel oder sowas. Es ist, ne? Dann haben wir einen Burnout. Komischerweise das beste Spiel, was dabei ist, ist wieder ohne Anleitung. Wie es immer so ist. Ne? Das Burnout ohne Anleitung. Dann haben wir ein Biathlon. Ja, Biathlon eben. Auch ohne Anleitung, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Dann gab es da noch SingStar. Einmal haben wir hier die Mikros. Die Mikros sind auch in gutem Zustand soweit. Und die SingStar-Spiele Hottest Hits. Auch komplett. Dann haben wir SingStar R&B ist dabei. Und da gab es noch zwei lose CDs. Einmal SingStar Pop Hits. Und das SingStar-Spiel Deutschrock Pop. Ne? Ja. Dann haben wir noch ein einzelnes Spiel, ein Fußballspiel hier. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Euro 8, UEFA. Euro 2008 und dazu gab es ja noch eine Konsole, beziehungsweise erstmal hier den Controller. Der Controller ist in einem absolut geleckten Zustand, also der wurde nicht oft bespielt, wie auch bei den komischen Spielen, weil SingStar braucht den Controller nicht so wirklich. Und jetzt kommt die PlayStation 2 und es ist sogar die gute PlayStation 2 Slim. Was heißt die gute? So, wir haben ja einmal die mit dem Klavierlack, ist zwar ätzend, aber es ist die Konsole, die keine Trafo hat. Sie braucht einfach nur einen ganz normalen Stecker und das ist die beliebte PlayStation 2 Slim. Sie wird auch schon etwas höher gehandelt und wie gesagt, die besten Worte eines Verkäufers sind einfach, wir wollen es einfach nur loswerden. Das ist wie quasi wie ein Jackpot für den Käufer und ich habe einfach mal 20 Euro im Raum geworfen. Sie haben es direkt angenommen und haben ja auch gerade gehört, das wollte sie auch sagen. Und ja, was soll man sagen, 20 Euro für die Sachen, Top-Deal. Und ich würde sagen, Leute, ab zur nächsten Szene. Was? Ich biege hier auch ab, weil ich habe einen Tipp bekommen. Ja. Wenn du das hier bist, dann ist das von deinem Nachbarn. Ach hier, von dem hier? Nein, der Nintendo-Spieler, das ist der Bruder. Das ist der Bruder? Ja. Wo ist der Bruder? Da ist der Bruder. Achso. Was suchst du denn? Nee, was eben mit, an. Genau, Nintendo oder PlayStation Sachen, das suche ich. Mitkommen? Hast du was? Ein bisschen hatte ich. Schnäppchen schon gemacht? Ein bisschen, ja. Genau, so, den ganzen Haufen, sagt er, genau. Greif zu, fass an. Das sehe ich sowas, also bei ist. Das habt ihr gut hingestellt auf jeden Fall. Ja, ne? Dann kann man den Titel schon mal kennen, nur das eine Bildchen so ein bisschen zur Seite. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ja. Da bin ich ehrlich. 1, 1, 1 ist ein bisschen 2, vielleicht. Ich tue mal die Tässchen da mal ein bisschen runter, ne? Das ist ein bisschen komisch dekoriert hier gerade, weil da kommt man so schlecht bei. Oh, wo ist es denn? Was soll so ein Spielchen denn kosten? Da wollte ich ein bisschen deine Hilfe, da habe ich echt keinen Plan von. Da kommt immer auch an, ob die Demo da vorbei ist. Kommen wir da mal rein. 3 bis 5, keine Ahnung. Ja. Ist das realistisch? Das ist realistisch. Das Yu-Gi-Oh! Würde ist ein bisschen kaputt. Aber CD, wenn das die CD auch ist. Ja. Ja, Hülle kann ich austauschen, das ist nicht das Problem. Muss ein FIFA wieder dran glauben. Genau. Wie greift zu? Ja. Ansonsten kommt eh alles weg. Ja, da haben wir noch eine Version, das macht man. Das ist jetzt gerade das Aktuelle, was sie wieder neu rausgebracht haben. Das hier? Ja. Das ist Evil 4. Okay. Das haben die jetzt so quasi mit neuer Grafik wieder komplett neu aufgelegt. Mhm. Und das ist das alte. Also ein kleines Schätzchen, kann man sagen. Ja, nee, ein Schätzchen nicht. Ja, Schätzchen nicht, es ist wohl, es gehört zur Massenware. Ja, also wie gesagt, da brauche ich ein bisschen deine ehrliche Meinung. Da kenne ich mich nicht mehr aus. Oh, die Tendenz war schon ganz gut. Ja. Aber da fehlt zum Beispiel diese Demo fehlt hier. Es sei denn, die könnte irgendwo noch dazwischen sein, aber. Das ist eine andere Demo. Ist aber nicht ganz so schlimm. Geht es dann so. So, was haben wir hier noch zwischen? Das Island. Da sind viele Ballerspiele bei. Ja. Da wollte ich doch mal bei Ivy entschnitten, bin ich gleich wieder rausgeflogen. Weil es ein Ballerspiel ist. Ja, gerade weißt du Bescheid, ne? Es gibt Richtlinien, ich hab da keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Sobald die noch irgendwie auf dem Discord oder quasi auf dem Index stehen, dann kriegst du nicht los. Aber alle 14 Jahre, komischerweise, werden sie runtergeschmissen. Echt? Sobald die Spiele 14 Jahre alt sind, dann sagen die sich, die Grafik ist so schlecht,
dass man das nicht mehr so erkennen kann. Und dann ist es nicht mehr ab 18er Titel, das ist 16er Titel geworden. Die, okay. schalten die 18er schalten sie runter auf 16. Ach Gott, okay. Total, ja, total dumm. Ja, dafür die Karte. Schade. Ja, bei dem Spiel ist mir mal noch eine Karte bei. Okay. Ja, dann bleibst du wahrscheinlich bei den dreien hier. Tja, dann gib mir, was du gerne geben möchtest. So, sagst du 2, 3 Euro, sagst du, ne? Machen wir 8? Machen wir 8. Ja, Leute, kommen wir jetzt zu einem kleinen Abschluss, den ich dort gemacht habe. Und ja, die Nachbarin von ihm hat gesagt, ja, fahren wir da hin, der hat Videospiele, wenn sie sowas suchen. Und dann bin ich direkt auf meinen E-Scooter dahin gedüst. Und ja, da waren wirklich Videospiele. Ab und zu hat man es ja auch so, fahr da mal hin und dann sind da gar keine mehr oder ist gar nicht so gewesen. Auch schon oft gehabt, aber dieses Mal lagen da wirklich welche. Und ja, was ich dort gekauft habe, ist folgendes. Ich habe hier einfach, fangen wir mal den billigeren Spiel an. Wir haben hier einmal ein Yu-Gi-Oh! Die Spiele kommen auch vom Dachboden, glaube ich, weil die sind echt wirklich verstaubt und verdreckt. Aber es ist komplett, die Hülle hat einen Defekt. Aber ihr habt gerade gesehen, ich habe ja noch eine Hülle von so einem FIFA oder sowas, die wird ausgetauscht. Und dafür bekommt dieses Spiel eine gute Hülle. CD hat keine Kratzer. Dann haben wir hier noch ein Resident Evil 4, was ich mir auch genommen habe. Als Platin-Version. Auch komplett soweit. Spiel ist auch drin und ist auch ebenfalls ohne Kratzer. Dann haben wir ein Resident Evil Code Veronica X. So, das Problem an diesem Spiel ist einfach nur, es sieht erstmal komplett aus, aber ich habe es gerade schon im Video gesehen. Leider fehlt die Demo von diesem Spiel. Aber nichtsdestotrotz ist es sonst in einem sehr guten Zustand. Und bezahlt habe ich für diese drei Spiele 8 Euro. Und ich glaube, da kann ich gar nicht so meckern. Also Leute, wie gesagt, das war mein Flohmarkt-Video für heute. Lasst wie gesagt gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, was ihr am geilsten fandet. Und was soll ich euch wie immer noch wünschen? Ich wünsche euch wie immer einen schönen guten Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr dieses Video guckt. Und Leute, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.